Bei den Rams hat Mark Bulger seinen Spind ausgeräumt. Der Quarterback wird das Team wohl verlassen. Einst als große Hoffnung war er sehr gut in seine Karriere gestartet. Aber schnell wurde klar, dass er nur eine Eintagsfliege war. Er war oft verletzt und seine Produktivität rasselte ins Bodenlose. In seinen 9 Jahren bei den Rams hat er Pässe für 22.814 Yards geworfen, 122 Touchdowns und 93 Interceptions. Völlig überraschend kam seine Vertragsverlängerung im Jahr 2007, als die Rams ihm einen neuen 6-Jahres-Vertrag für 65 Millionen Dollar gaben. Bereits zu diesem Zeitpunkt war offensichtlich, dass er das nicht annähernd mehr wert war. In den Saisons seit dieser Zeit produzierte er Passerwertungen von nur noch 70,3, 71,4 und 70,7 Punkten. Ein Verlust wäre sein Weggang nicht. Im April haben die Rams die erste Wahl in der Draft und könnten sich für einen Quarterback entschließen. Sie könnten sich auch auf dem freien Markt umsehen und Philadelphias Michael Vick verpflichten oder Washingtons Jason Campbell. Wo da allerdings die Verbesserung zu Bulger wäre, erschließt sich nicht sofort. Die Raiders sehen etwas in Sebastian Janikowski, dass sie 9 Millionen Dollar für ihn ausgeben lassen. Sie gaben dem polnischen Kicker einen neuen Vertrag über 4 Jahre und 16 Millionen Dollar, von denen 9 garantiert sind. Janikowski ist damit im Moment der reichste Kicker der NFL. Vikings Defensive End Ray Edwards versteht nicht, warum Roger Goodell mehr verdient als er. Ich sehe nicht, dass er gehittet wird, erzählte er einer Zeitung in Minnesota. Er verdient 9 Millionen Dollar pro Jahr. Wo ist da die Ausgewogenheit? Er riskiert nicht seine Gesundheit, so wie wir, er schubst nur einen Füller übers Papier. Edwards kann in der kommenden Saison 3,168 Millionen Dollar verdienen, ein Drittel dessen, was der Commissioner bekommt. Für ihn ein Unding. Jets-Quarterback Mark Sanchez wird am Mittwoch am Knie operiert. Eine angerissene Sehne muss repariert werden. Zum Beginn des Trainingscamps soll Sanchez wieder voll einsatzbereit sein. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.